Scheiß haben Sie damit anrichten wollen? Jetzt muss ich wieder in den Maschinenraum, wo die anderen Idioten permanent furzen und ihr bescheuerte Streiche spielen. Die Beine von Mr. S. Aber wo ist der Rest von ihm? Augenblick mal. Mr. S. ist immer direkt über sein Bein. Oh mein Gott! Ich hab mich immer gefragt, wie sie ohne Hemd und Sakko aussehen. Jeff, wie bist du zurück in die Fabrik gekommen? Ich hab dem Typen am Empfang gesagt, ich wäre ein Freund von Emilio Estevez. Er hat die Tür fast aus den Angeln gerissen, als er sie geöffnet hat. Jetzt verschwinden wir von hier. Da lang. Moment, Jeff. Habe ich Zeit, mir die Schuhe auszuziehen? Oh Gott, sie sind echt high. Das bedeutet, es bleibt an mir hängen, uns hier rauszuholen. Manche Menschen sagen mir, Weed raucht kann nicht mal lesen. Aber ich sehe da nicht nur Buchstaben beim Lesen, sondern auch Laser. Wow. Holt euch die bekifften Idioten! Warum habe ich diese beschissene Führung eigentlich verlost? Wirtschaftlich gesehen gab es dabei für mich nur sehr wenig zu gewinnen. Perfekt. Sitzen wird sich jetzt so klasse anfühlen. Clap your hands, everybody, if you got what it takes. Da sind sie! Jeff, die Scheiße kocht. Ein Tunnel. Da drin sollten wir in Sicherheit sein. Schließen Sie die Augen, Mr. Smith. Hören Sie mir einfach das Abziehbild eines Mannes aus dem Abfall von Knochen. Sie sind ein Mann Fleisch. Mit einer Seele und einem guten Herzen. Niemand wird mich mehr ernst nehmen. Sie sind ein guter Mensch. Ah! Jeff, ich drehe langsam durch. Wie lange werde ich noch high sein? Nur noch ein paar Minuten. Oh, was für ein Glück. Soll ich dann noch was einwerfen? Sie sind am Boot! Das ist eine Sackgasse. Jeff, versprich mir nicht böse zu werden, aber ich glaube, meine Sonnenbrille liegt noch im Autoboot. Ganz genau. Jetzt ist es aus. Wir sehen uns in der Hölle. Nein, ich kann länger einatmen. Jeff Fischer, es pisst mich langsam so richtig an, dass du meine verschissene Shitfabrik zerstörst. Schnappt sie! Meinst du, vor dir, Arsch, haben wir Angst? Okay, jetzt pisse ich mir in die Hose vor Angst. Das ist einfach grausam. Ich weiß, dass ihr in Gefahr wart, aber Spaß und Witz sind dabei nie auf der Strecke geblieben. Ich meine nur, Mann, dank dir sind hier in meinem Laden voll die Lampen ausgegangen. Ich gebe auf. Wo finden wir den Ausgang? Nehmt meinen gläsernen Fahrstuhl. Haben Sie gesehen, wie groß der Zug war, den ich genommen hab? Ja, der war echt episch, Kumpel. Ich liebe dich, Jeff Fischer. Zeit, nach Hause zu gehen, Mr. S. Hey, Jeff, danke, dass ich dich begleiten durfte. Das war ein wirklich witziger Tag. Wow. Mit Gras sieht alles hübscher aus. Ich wusste doch, dass Sie damit warm werden. Das habe ich nicht gesagt. Marihuana ist furchtbar. Aber mit dir bin ich warm geworden. Du warst ein harter Kerl heute. Du bist doch kein Loser. Danke, Mr. S. Ich frage mich, wie ich wieder einen Menschen aus mir machen kann. Sie machen sich zu viel Sorgen, Mr. S. Zieh dir die Erde rein, die kommt ziemlich schnell näher. Einfach mal loslassen. Aber das ist zu schnell. Jeff. Bye-bye, see you soon.